Hier am Star Warp geht es wieder los. Der zweite Teil. Eine grüne Oase mitten in der Stadt. Ja, hier war früher ein Dunkellokal. Da sind noch die letzten Spuren davon. Ich ziehe gleich die Ecke rum. Die Straße heißt Unter Kranen Bäumen. Dann hier über die Tunisstraße. Das ist die Kölner Hochschule für Musik und Tanz, eine der besten in Europa. Hochschule für Musik. Gegründet 1845. Und das ist doch mal ein Hingucker. Und das ist jetzt das Konrad-Adenauer-Ufer. Das St. Vinzenz Haus soll ein gutes Altenpflegeheim sein. Betreutes Wohnen für Senioren. Aber ich glaube, das ist nicht meine Preisklasse. Das nächste Gebäude, was ich jetzt mal unter die Lupe nehme, ist die alte Wegschnapp. Auch ein schöner Baustil. Das ist ein mittelalterliches Türmchen. Teil der mittelalterlichen Stadtmauer. Für die Wegschnapp gibt es eine tolle Kölner Saga. Das war so ein Hinrichtungsturm. An der Decke von dem Gefängnisraum, da soll so ein kleines Brot aufgehangen worden sein. Ja, der erste Teil des Namens Weg. Wenn die nach dem Brot gesprungen sind, da soll eine Falltür aufgegangen sein. Da waren Messer drin und die schnappten dann zu. Keine schöne Geschichte, dann mal schnell weiter. Die Bastei liegt am Ende der nördlichen Ringe. Wie gesagt, in meiner Jugend ging hier die Patternbrücke vorbei. Eine Holzbrücke, eine Wilhelmsbrücke. Entworfen hat ein Kölner Architekt, Wilhelm Rippan. Das war 1924 fertig. Ein ungewöhnliches Bauwerk, da trag hier 8 Meter über das Ufer. Gastronomie war oben drin und auch für Veranstaltungen sind genutzt worden. Der Rhein hatte zurzeit sehr wenig Wasser. 200 Personen haben darin Platz. 219 muss der Betrieb eingestellt werden. Aber da tut sich wieder was. Nächste Ziel schon vor Augen, die Hohenzollernbrücke. Ich glaube, die Früchte hier kann man essen. Viel los ist hier heute in der Woche nicht. Hier werden einige Trödelmärkte veranstaltet. In den Niederlanden gibt es ein tolles Charles Dickens Festival. Sehr markant am Rheinufer, St. Kunibert. Was ist das? Eine eigenwillige Konstruktion. An einigen Stellen kann man hier bis auf den Grund sehen. Und was da alles Müll zutage kommt. E-Scooter, Fahrräder, alles Mögliche. Dass da keiner was macht oder die Leute zur Verantwortung zieht. Da ist die Agentur für europäische Flugsicherung drin. Das war früher mal die Hauptverwaltung der Deutschen Bahn. Das Wasser könnte aus einem Bach stammen, der unterirdisch läuft. Könnten hier Länder sein oder sowas. Das Fahrrad sieht noch gut aus. Sieht noch gut aus. Das letzte Niedrigwasser ist noch gar nicht so lange her. Der Musical-Dom sieht ja von außen komisch aus. Aber von innen finde ich das gar nicht so schlimm. Der Bötchen fahren könnte ich auch mal wieder. Da gibt es in Köln noch so ein schönes Lied, Heide Witzka, Kapitän. Mit Müllmer Bötsche fahren wir so jen. Und gern sehe ich natürlich auch den Kölner Dom, von allen Seiten. Habe ich mit der Kamera mal die Kreuzblume rangeholt. Das wandert ein bisschen, ich weiß. Aber bei dem warmen Wetter tut er, glaube ich, ganz gut auf dem Rhein zu fahren. Und etliche Hotelschiffe sind wieder hier.
hatte ich das Glück, beim drunter hergehen ist ja kein Zug gefahren. Das macht schon so einen Lärm. Ich glaube, die hören normalerweise nicht hierhin. Das Fahrrad ist noch besser wie das letzte. Der Brunnen hat einen schwierigen Namen, der heißt Paolozzi. Ist 1986 gebaut worden. Das ist so ein Brunnen mehr für Kinder. Die können im Wasser planschen. Jetzt gehe ich mal rauf zum Heinrich-Böll-Platz. Links ist das Ludwig-Museum. Beim G8-Gipfel in Köln 1999, da gingen da die ganzen Politiker rauf. Da war damals der Bill Clinton dabei. Hier gab es noch keine Randale und große Absperrung. Das ist ein Mahnmal. Jetzt schaue ich mir mal auf der Hohenzollernbrücke die Liebesschlösser an. Ja, den Platz haben sie erst vor kurzem neu gestaltet. Der Boden ist, glaube ich, aus gebrannten Ziegelsteinen. Das ist Kaiser Wilhelm II. Auf dem Pferd, auf dem Pferd. Ja, hier gibt es nur einige Liebesschlösser, aber es kommt gleich ganz dick. Sie sind auch erst seit kurzer Zeit hier drauf, die Liebesschlösser. Wahrscheinlich erst seit er mir freigegeben worden ist. Das ist ja mittlerweile eine Touristenattraktion. Dann schaue ich mir jetzt mal die ganze Liebe an. Eine ganze Menge los hier auf der Brücke. Also die Einfahrt zum Hauptbahnhof. Da sieht man ja nichts mehr vom Zaun oder nicht mehr viel. Mittlerweile gibt es ja schon Führungen über die Brücke. Und die muss man schon im Voraus buchen. Das ist der Liebesschwur der ewigen Liebe. Die Schlüssel werden ja dann in den Rhein geworfen. Was das schon Schlüssel sein müssen. Wäre mal interessant zu wissen, wie viel Prozent davon jetzt noch zusammen sind. Oder wo die Leute alle herkommen. Da sind ja schon 6-7 Lagen auf dem Geländer. Auf der anderen Seite das Gelände hat noch weniger. Aber die Leute arbeiten daran, dass mehr werden. Wir sind ja beim Stromkilometer 688. Gebaut worden ist die Brücke von 1907 bis 1911. Ursprünglich war das ja zwei Eisenbahnen und eine Straßenbrücke. Da fuhr noch die Straßenbahn drüber. Und auf jeder Seite waren da noch Zolltürme.
Später kam noch ein drittes Brückenteil dazu und dann der Geh- und der Radweg. Ja, über 1200 Züge müssen über die Brücke am Tag. Das ist die meistbefahrene Eisenbahnbrücke von Deutschland. Die war ja im Krieg total zerstört. Irgendwann muss das Geländer wieder abgebaut werden. Da überlegen sie sich noch, was mit dem Geländer geschieht dann, mit den ganzen Schlössern. Vielleicht ein Liebesschlössermuseum. Die Liebesschlösser gibt es seit 2006. Das ist ein Brauch aus Italien. Die letzte Schätzung ist von 2011. Die Schlösser haben etwa ein Gewicht damals gehabt von 15 Tonnen. Die Kormorane machen mal eine Pause. Und wie viele das sind, das wird bei Wikipedia geschätzt. Zahl schon mal auf dem Jahre 2015, da waren schon über 500.000. Das ist jetzt der wunderschöne Rheinboulevard in Köln-Deutz am Kennedy-Ufer. Ja, bald ist das Ende erreicht. Noch ein paar Meter. Und das ist Kaiser Wilhelm I. Ich habe noch ein bisschen Zeit, dann ich es gleich mal auf den Triangelturm. Das Gebäude ist das zweithöchste in Köln. Eine Etage geht hier zu Fuß rauf. Das Gebäude ist 100 Meter etwa hoch und ist 2005 fertiggestellt worden. War ja früher die europäische Flugsicherung drin. Ist das keine herrliche Aussicht? Die längs ist Hauptverwaltung und rechts ist die Deutzer Brücke. Heute habe ich einen Tonnenblick. Und jetzt kann man vier Brücken sehen, die Deutzer, die Severinsbrücke, die Südbrücke und die Rundkirchner Brücke. Das ist die griechisch-orthodoxe Kirche. Und schon geht der Blick rüber zum Schokoladenmuseum. Der ist schon wieder weg. Im Hintergrund das Siebengebirge, rechts der Drachenfels, links der Ölberg, das der Rathausturm rechts und die Kirche ist Groß St. Martin. Jetzt sind wir wieder am Schokoladenmuseum. Es ist so Zeit, das Riesenrad ja. Und schon wieder nach unten. Es gibt noch einen Aufzug für bis ganz oben, das ist aber nur für Behinderte und mit Rollstuhl. Eben nach oben, jetzt schon wieder unten am Deutzer Bahnhof. Jetzt warte ich auf meine S-Bahn. Ach, da kommt sie ja schon. Und das alles mit dem 9-Euro-Ticket. In Port Swan geht jetzt weiter mit dem Bus. Ja, mit dem Auto wäre mal schneller, aber das Parken. Und als Rentner hat man ja auch Zeit. Da sage ich mal wie immer an der Stelle, tschüss zusammen. Tschö zusammen.